Ayurveda Vegan Koch. Ayurveda ist normalerweise nicht notwendigerweise vegan. Ayurveda ist ja letztlich entstanden einige Jahrhunderte vor Christi Geburt. Es gibt sogar Ayurveda-Rezepte für Fisch und Fleisch und so weiter. In Ayurveda wurde um Christi Geburt auch vegetarisch. Seitdem sind die Ayurveda-Ärzte normalerweise vegetarisch. Gut, unter dem Einfluss der Moslems und der Engländer gab es im 19. und 20. Jahrhundert wieder den Einfluss, dass manchmal Ayurveda auch wieder Fisch und Fleisch enthält. Aber typischerweise heutzutage, Ayurveda ist vegetarisch. Gut, aber heutzutage weiß man, dass mit modernen industrieller Tierhaltung Tiere gequält werden. Also man kann im Westen nicht langfristig Milch haben von Kühen, die man freundlich behandelt. Damit eine Kuh Milch gibt, muss sie jedes Jahr ein Kalb bekommen. Und außerdem ist die Hälfte der Kälber männlich. Irgendwas muss man mit diesen machen. Und dann gilt es auch, aus hygienischen Gründen gibt es die Vorschrift, dass ein Kalb nicht am Euter der Mutter saugen darf, wenn man die Milch der Mutter nehmen will. Und so ist Milch heutzutage notwendigerweise mit Grausamkeit verbunden. Und die meisten Menschen, die sich mit Ayurveda beschäftigen, sind ja eigentlich Menschen, die mitfühlend und freundlich sind und die gerne Gutes bewirken wollen in der Welt und kein Leid. Also liegt es nahe, dass du vegan sein willst, wenn du Ayurveda lebst. Und so haben wir bei Yoga Vidya die Ayurveda-Vegan-Kochausbildung, wo du lernen kannst, wie du kochen kannst. Zum einen, dass es Tridosha ist, also für gesunde Menschen so ist, dass Menschen alles haben, was sie brauchen. Zum zweiten, wie du kochen kannst, damit Menschen, die ein Übermaß von Vata, Pitta oder Kapha haben, dieses reduzieren können. Und du kannst auch lernen, wie du ayurvedisch kochst, sodass Agni, das Verdauungsfeuer, aktiviert wird und Ama reduziert wird. Ayurveda ist ja auch eine Küchenmedizin. Und die Ayurveda-Kochausbildung hilft dir eben auch, wie du all das machen kannst, was es im Ayurveda mit der Ernährung alles gibt, auf veganer Grundlage.